wie der Kanzler, der sich hinstellt und sagt, wir schieben jetzt im großen Stil ab. Ja, also manchmal fragt man sich einfach, was wird da geraucht im Kanzleramt, dass diese... Ich hatte gesagt, man fragt sich, was der geraucht hat. Wird da was geraucht? Wird da was geraucht im Kanzleramt? Raucht Olaf Scholz etwa etwas, was in letzter Zeit legalisiert wurde? Braucht er vielleicht sowas dafür? Diese und viele weitere spannende Fragen heute in der Sendung von Markus Lanz. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ralle Stegner, Hass macht hässlich, falls ihr euch erinnert, ist schon lange her, es war 2018, wo er eine Hassrede gegen die AfD gehalten hat. Ralle Stegner, der mit dem Geld in dem Schließfach in Hamburg, ja genau, der Ralf Stegner, war bei Markus Lanz zu Gast und er hat sein Fett wegbekommen, wenn ihr so wollt. Es wurde immer wieder die SPD kritisiert, aber Ralf Stegner sagt ja am Ende, er muss die Probleme des kleinen Mannes lösen und zwar in der Landespolitik. In Sachsen will er dann die Zuwanderung lösen und so weiter und so fort. Eine wirklich phänomenale Sendung, aber auch diese Journalistin hier, sie stellt die Frage, ob im Kanzleramt manchmal Dinge konsumiert werden, die woanders nicht konsumiert werden. Schauen wir einmal rein. Da passiert irgendwas mit ihm. Also letztes Jahr stellte er uns ein Wirtschaftswunder wie in den Nachkriegsjahren in Aussicht. Wachstumsraten von 4-8% wären das. Wir krebsen um die Nulllinie herum. Das grüne Wirtschaftswunder. Das grüne Wirtschaftswunder. Dann sagt er, alles laufe auf Deutschland zu. Okay, dass man dann halt Unternehmen wie Intel irgendwie 10 Milliarden Euro Bestechungsgeld geben muss, damit sie hier investieren. Erwähnte er dann lieber nicht. Warte, Frau. Machen Sie weiter. Stegner guckt sehr gequält. Machen Sie weiter. Bestechungsgeld sind ein bisschen hart. Sie schreiben für die FAZ, nicht für die Bild-Zeitung. Vor zwei Wochen oder wann war es, die Aussage, dass es jetzt eine unglaubliche Belebung in Deutschland bevorstehe. Und ich meine, man guckt sich die Zahlen an, die Auftragseingänge in der Industrie gehen runter, das Geschäftsklima geht runter, die Exporte gehen runter, die Konjunkturprognosen sind nach wie vor schlecht. Und ja, also manchmal fragt man sich einfach, was wird da geraucht im Kanzleramt, dass der Glaube, dass das alles so gut wird, also so Aufschwung durch Autosuggestion, aber das funktioniert halt leider nicht. Also wir müssten tatsächlich, um aufs Wirtschaftliche zu kommen, müssten Reformen gemacht werden, die weit über das hinausgehen, was da jetzt vergangene Woche beschlossen wurde. Es müssten Reformen gemacht werden, die weit über das hinausgehen, was da letzte Woche beschlossen wurde. Da sage ich auch immer wieder, dieses Klein-Klein, dieses Hin und Her, dieses kleine Stückwerk, das bringt niemanden weiter. Aber auch Wirtschaftsaufschwung durch Suggestion, habt ihr gehört? Und Ralf Stegner, er kommt dann gleich und sagt, sie schreiben nicht für die Bild-Zeitung. Die Subventionen für die Intel-Fabrik in Magdeburg wären kein Bestechungsgeld. Was denn dann sonst? Was ist denn eine Subvention? Ich nehme dir weniger von dem Steuerkuchen weg, wie ich es sonst wegnehmen würde. Das ist am Ende auch nur eine Form der Bestechung. Komm zu mir, dann schneide ich dir weniger aus den Rippen wie mein Nachbar, der mit dem großen Messer schon wartet. Um das jetzt mal wieder auf einen Messervergleich herabzubrechen, aber ob etwas geraucht wird im Kanzleramt, also diese spannende Frage, da wollte Markus Lanz nochmal nachhaken. Haben Sie gerade gesagt, man fragt sich, was der geraucht hat? Naja, es ist halt... Ich gebe die Frage mal weiter. Wird da was geraucht? Also ich meine... Für Cannabis ist jetzt legalisiert, wenn Sie das meinen, aber das ist es, glaube ich, nicht. Cannabis ist jetzt legalisiert, wenn Sie das meinen, aber das ist es, glaube ich, nicht. Herr Stegner, Sie wissen also, was konsumiert wird im Kanzleramt. Cannabis ist es, glaube ich, nicht. Das heißt, es wird was anderes konsumiert neben Alkohol. Ich will jetzt hier niemandem etwas in den Raum stellen, also etwas eine Anschuldigung in den Raum stellen, aber die Aussage von Ralf Stegner, die hat ihn hier verraten. Es wird also definitiv irgendetwas geraucht im Kanzleramt und es soll nicht Cannabis sein. Am Ende ist es nur Tabak, aber auch da fehlen uns die entsprechenden Bilder. Wie schön, dass unser regierender Bürgermeister von Berlin in der Crackhölle am Leopoldplatz war und hat die Junkies in den Arm genommen. Ich möchte jetzt hiermit keinen Anschluss an irgendetwas herstellen. Mir ist das gerade nur eingefallen in dieser Situation, wo wir über Konsumieren reden. Denn bei Herrn Wegner, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, da hatte der Junkie seine Crackpfeife noch in der Hand. Aber nochmal, es geht hier um die Frage, was wird geraucht im Kanzleramt? Ralf Stegner sagt, Cannabis ist es, glaube ich, nicht. Damit lässt er offen, was es eigentlich ist. Aber er hat jetzt hier auch mal einen Vorschlag, ja, einen Lösungsvorschlag. Aber es ist Ralf Stegner, aufpassen. Andererseits dafür sorgen, dass die Bevölkerung auch das mitträgt, was wir da machen, indem wir 6 Milliarden in die Ukraine geben, was ja nötig ist. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Aber sie müssen der Demokratie dafür Mehrheiten bewahren. Und da können sie mit manchen Ratschlägen, die da so aus den
sag ich das mal aus dem Feuilleton, es kommen wenig anfangen, jedenfalls nicht, wenn sie politische Verantwortung haben. Also die Hilfe für die Ukraine stelle ich nicht in Frage, aber warum wir jetzt 47 Milliarden Euro fürs Bürgergeld ausgeben müssen, da würde ich jetzt schon mal ein Fragezeichen dran setzen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir geben deutlich weniger Bürgergeld aus, wenn wir die Leute anständig bezahlen müssen, sie nicht aufstocken müssen. Ein Viertel der Bürgergeldempfänger müssen aufstocken, weil ihre Löhne so miserabel sind, dass sie Bürgergeld zahlen müssen. Dann kommt das hier. Nicht die halbe Prozent, das nicht arbeiten will. Ja. Was wir uns tun sollten. Ich finde, wer Bürgergeld kriegt, soll arbeiten. Aber das ist ein halbes Prozent. Das andere sind 25 Prozent. Miese Löhne, hohe Mieten, Wohngeld und Bürgergeld. Das könnten wir sofort sparen. Also wir haben das wäre eine gute ungefähr Politik. Von den 4 Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldempfängern sind 1,6, Pi mal Daumen, schreibt sogar das Arbeitsministerium, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und da muss es halt darum gehen, wie kriegt man mehr davon in Arbeit rein. Viele davon sind ukrainische Flüchtlinge. Und bei denen kommt dann der Dobrindt hinterher und sagt, lass uns mal die Flüchtlinge ein bisschen schikanieren, sozusagen. Lasst uns mal die Flüchtlinge ein bisschen schikanieren. Nein, Herr Stegner, Sie haben es absolut nicht verstanden. Es geht sehr wohl hier zum Beispiel um das Bürgergeld, wie es die Frau angesprochen hat. Jetzt sagt er, wenn wir gute Löhne bezahlen würden, müssten wir nicht so vielen Leuten aufstocken. Sorry, Ralle, Stegner, du lügst die Leute an. Hör auf damit, die Leute anzulügen. Wir müssen mal die Fakten auf den Tisch legen, warum denn so viele Aufstocker im Bürgergeld sind. Das liegt unter anderem daran, dass man in diesem Land auch weniger als Vollzeit arbeiten darf und kriegt am Ende aufgestockt vom Amt. Es gibt immer Gründe, die man vorschieben kann, die man vorlegen kann. Zum Beispiel, der Arbeitgeber hat keine Stelle mit mehr wie 30 Stunden die Woche. Dann kann man aufstocken gehen. Oder man hat keine Kinderbetreuung für mehr wie 30 Stunden die Woche. Dann kann man aufstocken gehen. Und so weiter und so fort. Es gibt auch Leute, die gehen nur Teilzeit arbeiten und kriegen den Rest mit dem Bürgergeld aufgestockt. 704.000 Ukrainer, die Bürgergeld bekommen statt Asylbewerberleistungen, das sind mindestens mal mehrere Millionen Euro pro Monat, die wir da sofort sparen könnten und dann können wir sie auch einfach zur Arbeit zwingen. Bei den Ukrainern müsste man mal die Statistik aufsplitten. Wir haben viele Frauen mit Kindern aufgenommen. Wie viele im Bürgergeld sind denn Frauen mit Kindern, die ohne den garantierten Betreuungsplatz gar nicht die Zeit hätten zu arbeiten? Das wäre mal wirklich für mich eine Frage, damit man das mal weiß, über wie viel wir hier reden. Aber er sagt, die Unternehmen, sie müssten gute Löhne bezahlen. Nein, die Politik darf nicht ewig das Bürgergeld anheben und somit den Lohnabstand zum Mindestlohn verringern. Sie sind es selbst gewesen, die das Bürgergeld so hoch herangezogen haben, eine Steigerung von fast 25% in 2 Jahren. Und dann wundert man sich, dass der Lohnabstand geschmolzen ist und am Ende die Leute aufstocken müssen. Mit der nächsten Erhöhung des Bürgergeldes fallen damit automatisch wieder mehr Leute in diesen Tatbestand. Und über Sozialabgaben wird sich hier auch wieder ausgeschwiegen. Aber wir schauen nochmal rein bei Markus Lanz. Mich wundert, warum die SPD so eine Sozialleistungsempfängerpartei geworden ist und eben nicht mehr die Interessen derer vertritt. Überhaupt nicht. Wir wollen möglichst wenig Sozialleistungen. Nicht zum ersten Mal erstellen. Ich weise aber auch nicht zum ersten Mal zurück, weil ich Ihnen sagen muss, wenn Arbeit anständig bezahlt wird, dann haben wir weniger Sozialfonds. Das ist unsere Politik, die wir machen wollen. Ich höre immer nur bei den Schwächsten kürzen. Wir reden immer nur über die verschwindend kleine Minderheit derer sozusagen, die bestimmte Dinge nicht mehr einstecken. Und die Zahlen sind doch so. Widerspruch von allen im Studio gegen Ralf Stegner. Ich würde sagen, der Punkt, der ging nicht an dich, Ralle. Also steck es wieder ein. Es geht nicht immer nur um kleine Minderheiten. Es geht darum, dass die Ampel es in diesem Land erlaubt hat, dass die Leute faul auf der Haut liegen können und die Allgemeinheit bezahlt ist. Und was machen sie dann? Sie planen neue Abgaben jetzt beim Strom, die Kraftwerksumlage. Sie wollen auch keine richtige Einkommenssteuerreform, sie wollen nur die kalte Progression anpassen und über den Deckel bei den Sozialabgaben spricht niemand mehr. Wir bezahlen uns dumm und dämlich dafür, dass jeder in dieses Land kommt und jeder, der nicht eingezahlt hat, Leistungen beziehen kann. Und das ist soziale Ungerechtigkeit, wie stand auf einem SPD-Wahlplakat, was ich auf Twitter gefunden hatte. Gerechtigkeit ist, wenn ihr im Knast sitzt und darauf waren Frau Barley und Herr Scholz. Dem ist nichts hinzuzufügen, allerdings ist Lanz nochmal dran. Nicht umsonst haben so viele SPD-Stammwähler in den letzten Jahren eure Partei verlassen und sind leider zur AfD gepilgert. Tja, Wahrheit tut weh. Ralf Stegner, er möchte sie nicht hören, aber er kriegt jetzt so richtig sein Fett weg. Wie der Kanzler, der sich hinstellt und sagt, wir schieben jetzt im großen Stil ab. Nein. Der Bundestag sagt doch, wir schieben jetzt notfalls auch Kriminelle nach Afghanistan oder Syrien ab. Und dann sitzt hier Ihre Parteichefin Saskia Esken, noch gar nicht lange her, und sagt, naja gut, das hat er zwar gesagt, aber das müssen dann schon die Länder machen. Also der Kanzler ist ja dafür eigentlich gar nicht zuständig, verantwortlich, wie auch immer.
Als Bürger sitzt man davor und versteht die Welt nicht mehr, weil ich denke, warte mal, da hat doch jetzt gerade der Chef von Deutschland zu mir gesprochen und was gesagt. Ist aber offenkundig nicht so gemeint, weil machen müssen es dann andere. Er hat eigentlich gar keine Aktien. Wir müssen das machen. Das versteht kein Mensch. Wir müssen das machen. Die SPD ist auch eine Volkspartei. Wir haben auch durchaus unterschiedliche Meinungen. Das darf auch gerne so sein. Am Ende hat die Ampel die Mehrheit. Wir werden den Haushalt beschließen. Es gibt keine Neuwahl und gar nichts. Da ist sich Ralf Stegner aber ziemlich sicher, dass sie am Ende die Mehrheit noch haben, wenn ihnen keiner mehr von der Fahne geht, wie letztens die Grünen Abgeordnete, die zur Union gewechselt ist in der laufenden Legislatur, dann haben sie die Mehrheit und dann werden sie ihn beschließen. Allerdings, ob die Parlamentarier das sehen, wie die Ministerinnen und Minister der Ampelregierung, das werden erst die Haushaltsberatungen zeigen. Abschließend soll er erst im November beraten werden, das heißt, die Hängepartie der Ampel, sie geht noch viel länger weiter. Denn bis dahin hat man Zeit, diesen Haushalt zu modifizieren. Und dann hängt noch über uns das Damoklesschwert des Solidaritätszuschlages. Karlsruhe hat angekündigt, wir werden bis 2025 definitiv entschieden haben, ob der Rest, der davon geblieben ist, verfassungswidrig ist. Und da muss ich sagen, definitiv. Ich muss ihn zahlen mit meiner GmbH. Und je nach Einkommenssituation privat muss ich ihn auch bezahlen. Den Aufbau Ost, der schon abgeschlossen ist, und alle anderen bezahlen ihn nicht. Das ist sozial ungerecht. Wenn ihr wollt, dass ich mehr bezahle, erhöht den Einkommenssteuersatz um so viele Prozentpunkte, wie ihr eben für nötig haltet, aber schafft diesen Schwachsinn des Solidaritätszuschlages bitte endlich ab. Alleine die ganzen Tatbestände, die dann aus dem Steuerrecht herausfallen, sind dann wirklich eine Vereinfachung. Aber jetzt gibt es hier nochmal das Beste zum Schluss, wie sich Ralf Stegner hier um die Wohnungsnot kümmern möchte, auf kommunaler und auf Landesebene. Das bin ich mal gespannt, wie er das am Ende umsetzen möchte, denn er steht gar nicht zur Wahl im Osten. Das prophezei ich Ihnen, Herr Stegner, es wird kein zweites SPD-Wunder wie 2021 im nächsten Jahr geben. Aber was ist die Antwort darauf, Herr Beckmann? Ich teile ja durchaus die Analyse. Ich finde diese Disziplinlosigkeit, was ich vorhin angesprochen habe, im Umgang mit den Themen, jeden Konflikt, Mützenich ist jetzt ein Beispiel gewesen, über das wir diskutiert haben, jeden Konflikt auf die große Bühne zur Schau zu stellen, da geht doch der Glaube an die Regierungsfähigkeit verloren. Darf ich Ihnen mal sagen, ich bin sehr viel im Osten unterwegs. Ich mache sehr viele Veranstaltungen. Ich rede mit sehr vielen Menschen. Wie geht's denn aus? Mein Eindruck ist in der Tat, wenn wir die Lehre aus der Europawahl ziehen wollen, sowohl nicht wieder zurückgehen, Sachsen, Thüringen, als auch den Populisten. Wie wird die SPD abschneiden in Sachsen und Thüringen? Noch hat der Wahlkampf ja nicht begonnen, aber den führen wir jetzt. Wir müssen über Arbeit, über Rente, über Miete, über Gesundheit, das sind die Themen, über die wir reden müssen, in Klartextsprache, und sagen, wir sorgen dafür, dass die kleinen Leute zurechtkommen. Wir sorgen dafür, dass die kleinen Leute zurechtkommen. Das glaubt er anscheinend wirklich. Olaf Scholz glaubt ja auch, er wird wiedergewählt. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Die kleinen Leute, sie werden ausgezogen von der Ampel, sie werden gemolken ohne Ende. Wer heute arbeiten geht in diesem Land, der ist tatsächlich der Dumme am Ende des Tages, denn er macht sich die Knochen kaputt. Er macht sich die Seele teilweise kaputt, er hat die Freizeit, also er hat die Zeit nicht mehr, die Zeit ist weg. Wofür? Dass er am Ende 100, 200 Euro mehr hat, wie beim Bürgergeld. Das ist sowas von Banane, Herr Stegner. So werden Sie dieses Land nie wieder regieren dürfen, und das ist am Ende auch gut so. Die SPD soll dahin gehen, wo der Pfeffer wächst, ganz weit nach Asien am besten. Sie sollen im Nirvana der Geschichte verschwinden. Die Sozialdemokraten haben dieses Land über 100 Jahre verraten und wir brauchen sie nicht mehr. Sie sind es, die damals die Ausweisung Adolf Hitlers aus Deutschland verhindert haben. Die Stimmen der Sozialdemokraten, sie haben damals gefehlt. Wir hätten uns einiges ersparen können in unserer Geschichte, aber unsere Innenministerin hat sich auch hingestellt und gesagt, die SPD stand schon immer auf der richtigen Seite der Geschichte, weil es einfach Wahnsinnige in Amt und Würden sind, die fernab jeglicher Realität leben, zumindest von der Realität, der du und ich mich jeden Tag aussetzen müssen. Ich war heute Morgen wieder unterwegs mit der Deutschen Bahn und habe wieder die komplette Breite unserer Gesellschaft kennenlernen dürfen. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, war dabei. Aber das ist ein anderes Thema. Wie siehst du die Sache hier? Was wird eigentlich geraucht im Kanzleramt? Und was macht Ralf Stegler sonst so in seiner Freizeit mit seinem Geld im Schließfach? Alles kein Thema gewesen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. Und damit sage ich ciao, bis bald.